Wenn man sagt Bayern, dann denkt man gleich an, sag mal, diese bayerische Gemütlichkeit, diese schöne Landschaft, diese Berge, diese Seen. Jeder ist nicht so freundlich, aber inzwischen kommen die jungen Leute auch viel umeinander und das hat sich schon ganz groß geändert. Aber so haben sie auch liebe, freundliche Menschen. Okay. Also was ich immer so ein bisschen als dieses typisch Bayerische sehe, ist dieses, also wenn etwas schön ist, dann ist es halt schön und dann muss das auch nicht anders sein, okay? Also solange es schön ist, ist es schön. Das ist so meine große Impression, also das ist bitte nicht zu laut, nicht zu anstrengend, nicht zu schrill. München ist auch eine sehr saubere Stadt. Was mir wirklich am besten gefällt, das ist die Sprache. Ich bin verrückt nach Bayerisch. Also vielleicht konnte ich das nicht sehr perfekt, aber ich bin immer noch lernfähig und lernwillig. Und da bin ich immer froh, wenn mir jemand irgendwas beibringt. Ach, das kann schon Identität schaffen, denke ich. Weiß jetzt nicht. Also ich brauch's nicht, aber ich denke, es will. Der kann es schon gut brauchen. Ich bin Albischer. So wie ich es gelernt habe, so ist mein Bayerisch, Albi schon. Ich sage Wasser, nicht wirklich Wasser oder... Oder wenn ich sage, mein bist du ein Hundling, also das ist ein Kompliment. Bei uns daheim zum Beispiel, wenn du jemand sagt, du bist ein Hund, der ist direkt beleidigt. Das kann schon sein, dass die Fetzen fliegen. Also diese, oder in den arabischen Ländern. Aber da, wenn man sagt, ja, du bist der Matz, du bist der Hund, ja, du bist ein ganzer Odrader. Das heißt also, du bist ein Gescheiter halt, du bist gescheit, du bist intelligent, das ist ein Kompliment. Und also das macht die Schönheit der bayerischen Sprache. Meine Schwester, die ist ein Jahr jünger, weil ich habe gerade von 8 Geschwistern, haben wir 2 noch gerade. Und die hat in Minga eine Stellung gehabt und die redet und dann hat sie schon Hochdeutsch geredet. Und ich habe das nie mehr. Und hat sie einmal gesagt, wenn wir heimgefahren haben, haben wir mit dem Bus einmal runter von Minga. Und dann hat sie gesagt, schau, da ist eine Ziege. Und dann habe ich gesagt, was, das ist ein Gas. Meine Freunde, meine Münchner Freunde, die haben mir auch, also sagen wir mal so, also bayerisch oder münchnerisch beigebracht. Da hat er mich maßlos geärgert. Weißt du, wenn so einfach so, wenn sie gemeint hat, sie ist zu Minger und ich bin in Kurstall gewesen oder im Feldrast oder irgendwo, bis sie etwas Besseres, jetzt hat es kein Gas mehr gekriegt. Das ist lustig, gell? Aber die erste Lehrerin, das war meine Ude natürlich, das war eine Niederbayerin. Also die habe ich früher mal geheiratet und leider nach 12 Jahren ist dann die Ehe zu Bruch gegangen. Aber die hat mir viel beigebracht. Die hat mich auch, sagen wir mal so, gescheit geschliffen. Monika Gruber hat das mal so wunderschön gesagt. Mit dem, wie hieß das? Erster Satz, das hat es ja noch nie nicht gegeben. Zweiter Satz, das war aber auch schon so. Tu ihr recht und schaue niemanden, was es da bei uns. Also ich persönlich war, also das ist aber schon lange her, in einem Trachtenverein in München. Habe ich Schuhplatten gelernt, aber leider Gottes habe ich schon viel vergessen. Also habe ich in Ruppolding getanzt und gejodelt habe ich auch ein bisschen. Also das sind also Sachen, die mich wirklich also im Herzen liegen. Also das sind schöne Sachen, muss ich sagen. Und das ist typisch bayerisch. Bayern ist schon tolerant und offen, ohne es überhaupt zu sein. Das ist so eine ganz eigene Sache. Ich vergleiche das immer gerne mit Berlin. In Berlin sind alle immer so, also tun immer so super tolerant, sind aber letztendlich die arrogantesten Minderheiten der Welt. Also wir sind mir, das ist ein... Die jungen Burschen, weißt du, mit ihren Krachledern, haben schon dabei, wenn stabil. Die, wo sagt man, wenn so jetzt ein fremder Kämmer ist, der hat gesagt, mir jetzt gerade wegen Fernsehen gekommen. Da war ich von einer Jungfrau einmal. Mir ist an mir ein total bescheuerten Lokalpatriotismus, den ich nicht stütze. Aber da, wenn dich schon einer abbustelt hat und hätte einer gern Menge oder was, dann hat der wo wegen Fein gewesen ist oder was, der hat schon wachgehen müssen beim Heimfahren, dass er
dass sie nicht prickelt haben. Haben schon schlimme Burschen dabei gewesen. Also der Bayer, also Konin ist an dich, was von sich eingenommen, na. Also der Bayer ist ein stolzer Person, ist ein, das Volk ist stolz, also Bayern zu sein. Also manchmal sagen wir, also wir sind nicht in Deutschland, wir sind in Bayern. Also das auch so ist. Also ich solidarisiere mich meistens mit Gruppen und Menschen, die mir was taugen, aber das so einfach mal so schwammig über eine Herkunft zu machen, finde ich ein bisschen doof. Ja, also darf ich mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, beispielsweise. Also bei den Preisen verhasst es nicht. Also dies, darfst du glauben, dies kann ich nicht machen. Bei uns kannst du dich frei bewegen. Ich kann einen Rall rund um Simba umfahren oder auf Warnstoff oder und wenn ich auch ganz allein bin, da brauchen wir nichts fürchten. Sie ist eine sehr heimatverbundene Person dabei. Das, was ich für mich als Heimat sehe, also Familie und Freunde, naja, der Ort, gut, Linger ist schön. Auf Niederhausen, da wo ich groß geworden bin, da zieht es mich immer wieder hin, weil das sind meine Wurzeln. Heimat, ja gut, Heimat ist für mich ganz wichtig, weil wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich auch irgendwann mal vor, zurück nach Senegal, weil der Senegal ist auch meine Heimat. Denke ich ganz wichtig, dass das ein Gefühl gibt. Also ich bin schon öfters an Orten gewesen, wo ich aufgewachsen bin oder wo ich früher mal gelebt habe und da auch viele Freunde noch habe. Und also für mich hat das nichts mehr mit Heimat zu tun. Also da bin ich geboren, groß geworden, da bin ich ja dort aufgewachsen. Da habe ich meine Eltern, da habe ich meine Brüder, meine Schwestern, meine Freunde, die mit mir früher mal in die Schule gegangen sind. Aber hier ist meine zweite Heimat. Ja, ich bin froh, dass ich einen sehen mag. Das ist Zimbach, ist ein Mark. Da fühle ich mich wohl. Ich habe meine Bekannten, deutsche Bekannten, Freunde, auch aus Deutschland, aus München, aus Bayern, aus Niederbayern. Ich habe auch wieder meine Senegalesen auf der anderen Seite als Freunde und als Bekannten. Und das kann man also geschickt, also da kann man mit denen dann klar. Also da gibt es kein Problem nicht. Also ich kenne viele Leute, die haben mit ihrer Heimat, sei es als Nation oder Familie oder sonst was, absolut gar nichts mehr am Hut. Also es sind dann halt so Menschen, die, wenn sie keine Ahnung, schwul sind oder sonst wie, wenn sie rausgeschmissen oder sowas, also da kann Heimat auch ein sehr böser Begriff werden. Mich freut es auch heute noch nicht, sag mal, wie heute auf Minga. Ich bin lieber daheim, da ist meine Heimat. Und das ist das alles Schöne, was ich haben kann. Wenn ich bei denen bin, dann bin ich ein Münchner, dann bin ich ein Bayer. Wenn ich da bin, dann bin ich ein Senegalese. Das, wenn ich jetzt einmal nicht mehr bin, dann bin ich auch in Zimbach, am Friedhof komme ich hin, wo auch der Erhard, mein Neffe, ist. Und ich brauche mir gar nicht Platz dazu. Also mir wird immer wieder gesagt, ich sollte doch eigentlich nach Berlin oder Hamburg gehen, weil da ist viel mehr von den Dingen, die mich so interessieren, die mir Spaß machen. Und ich habe da zum Beispiel auch sehr viele Freunde, also es würde eigentlich so als Heimat sich eher anbieten. Ich denke mal so nach dem Heimatbegriff, den die meisten verwenden. Ich bleibe trotzdem ganz gerne hier. Ich weiß nicht, vielleicht weil es auch so viele Dinge gibt, wo ich dagegen sein kann. Weil Bayern ist Bayern. Der Bayer, der sagt ganz wenig, aber der sagt auch wiederum zu viel. Weil was der sagt, das inhaltlich, das hat also viele Bedeutung. Das ist es. Der sagt ganz wenig. Zum Beispiel, wenn ich sage, oha, also, das ist ganz kurz, aber also der Preis, der tat so, oha. Damit muss man das erschrecken.